Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es eine Buchrezension geben, beziehungsweise einen Buchtipp. Und es geht um genau exakt dieses Buch. Das ist die sonderbare Buchhandlung des Mr. Penumbra aus dem Heine Verlag erschienen. Ich glaube, die Original-Erstausgabe war schon 2012 draußen. Also viele von euch werden das Buch schon kennen. Vielleicht aber auch noch nicht gelesen oder vielleicht seid ihr so am Überlegen, ob ihr es lesen oder kaufen sollt. Es hat auf jeden Fall 9,99 Euro gekostet, diese Taschenbuchausgabe. Und ich glaube, diese als solche ist erst im Oktober 2015 in den Läden gewesen. Ja, das Buch hat von mir insgesamt 4 Sterne bekommen. Hat 429 Seiten und ich fange mal mit einer ganz kurzen Inhaltsangabe an. Es geht um den Clay Jannon. Okay, Clay Jannon. Und der ist Webdesigner. Der ist arbeitslos geworden, ist auf der Suche nach einem neuen Job und er findet in der Zeitung eine Stellenanzeige oder eine Stellenausschreibung. Und das hört sich erstmal ganz spannend an. Und zwar geht es um eine Buchhandlung, die durchgehend geöffnet ist. Das ist ja erstmal so, naja, schon sonderbar. Das gibt es ja eigentlich nicht so häufig. Und da wird er neugierig, schaut vorbei. Und dieses Penumbra, also das findet er schon so ein bisschen mysteriös, aber auch abenteuerlich, geht rein in die Buchhandlung und bekommt einen Job. Er bekommt allerdings die Nachtschicht zugewiesen. Es ist so eine Art Drei-Schichten-System und dieser Inhaber der Buchhandlung, der sogenannte Mr. Penumbra, hat die Frühschicht, eine Abendschicht, es ist noch irgendein anderer Junge, ein Mann namens Oliver, glaube ich, und der Clay hat halt also die Nachtschicht und er findet das erstmal ganz merkwürdig, es ist natürlich nicht viel los, dann fragt er sich, ja klar, gut, es ist halt nachts, ne? Wer geht nachts schon in eine Buchhandlung, es kommen halt sehr, sehr wenig Leute vorbei und diejenigen, die vorbeikommen des Nachts, die sind halt echt richtig skurril und komisch und er findet die sehr, sehr merkwürdig. Die Buchhandlung hat was Besonderes und zwar hat sie 2 Teile. Der vordere Teil, der ist so zugänglich für jedermann. Der hintere Teil dieser Buchhandlung, der ist halt mit richtig, richtig alten Büchern ausgestattet, mit meterhohen Regalen, sodass er auch eine Leiter benutzen muss, sonst kommt er gar nicht dran. Und er bekommt diesen... also so ein Verbot von diesem Mr. Penumbra, dass er diese Bücher in diesem hinteren Trakt halt nicht öffnen oder angucken oder lesen darf. Und naja, klar, das ist natürlich verlockend. Ne? Das ist ja wie bei allem anderen auch, was man sich verbietet oder verboten bekommt. Das macht es halt interessant und neugierig. Und er muss auch ein sogenanntes Logbuch führen. Das heißt, in diesem Logbuch trägt er die Kunden ein, was sie auch für Eigenschaften mit sich bringen, wie sie so aufgetreten sind, also wie ihre Art so war. Und das findet er schon ein bisschen merkwürdig. Naja, jedenfalls diese Leute, die ihm sehr merkwürdig des Nachts vorkommen und aus diesem hinteren Buchtrakt Bücher nehmen, die kaufen sie nicht nur, die leihen sie nur aus. Und natürlich irgendwann kommt der Punkt, wo er das nicht mehr aushält vor Spannung. Er schaut also in so ein Buch hinein und stellt fest, es ist ja keine wirkliche Geschichte, die erzählt wird, sondern es sind einfach wirr aneinandergereihte Buchstaben und ja, wie eine Art Code. Also er ist sich dem Ganzen nicht wirklich schlüssig. Was ist das? Wozu soll das gut sein? Und die Leute leihen es aus, bringen es wieder. Also es muss ja irgendwie ja einen Grund haben. Und ja, also auf jeden Fall möchte er dann auf die Abenteuerreise gehen. Er nimmt dann auch einen Freund mit, seinen Mitbewohner, auch einen alten Freund von früher her noch. Und eine Freundin lernt er neu kennen, die arbeitet bei Google. Und die begeben sich dann gemeinsam auf eine sogenannte Abenteuerreise. Und ob sie denn das Rätsel und auch alles andere lösen können, was ihnen so spanisch und kurios vorkommt, das möchte ich euch natürlich nicht vorwegnehmen. Das müsst ihr schon selber lesen. Ansonsten kann ich zusammenfassend sagen, das Cover, das fand ich erstmal total schön. Das hat mich eigentlich auch dazu ja, geleitet, dieses Buch zu kaufen. Ich war irgendwie in Erfurt auf einer Weiterbildung, bin anschließend in den Buchladen gegangen und bin auf dieses Buch gestoßen. Und die Verkäuferin kam gleich so an und meinte, ah, das ist total toll, das Buch. Und das sollte man gelesen haben als Bücherfan. Und da dachte ich so, naja, klar, okay, gut, ne? Das nimmst du natürlich mit. Und ja, das Cover ist einfach schön und wenn es um Bücher geht, in einem Buch ist es natürlich auch umso spannender. Ihr seht hier oben blinkt schon so ein kleiner Post, da hat es was mit auf sich. Und zwar steht hier hinten auch am Klappentext, ja, mit exklusivem Zusatzmaterial. Was dieses exklusive Zusatzmaterial tatsächlich ist, das heißt die unglaubliche Entdeckung des Mr. Penumbra, also sprich,
Da geht es nochmal um seine Jugend, seine Zukunft. Und ich kann ja vielleicht schon mal so viel verraten, dass es um einen sogenannten Buchclub geht, einen sehr mysteriösen Buchclub. Und wie der Mr. Penumbra da tatsächlich selber hinzugekommen ist und ja, was das alles so auf sich hat, das erfährt man nochmal in den letzten, ich glaube, nicht ganz 100 Seiten sind es. Insgesamt hatte das Buch 429 Seiten und mit diesem exklusiven Zusatzmaterial geht es los auf Seite 357. Also es ist nicht ganz 100 Seiten, aber ja, es ist nice to have, aber kein must have. Dieser letzte, ich sag mal so 80 Seiten Zusatztext, es ist ganz in Ordnung, aber die eigentliche Spannung des Buches, muss ich auch sagen, und deswegen hat es halt auch nur 4 Sterne bekommen, weil die Idee hinter diesem Buch, die ist eigentlich so ganz cool und auch so auch noch nie da gewesen. Also ich habe so eine Geschichte halt auch noch nie gelesen und deswegen fand ich es toll. Und der einzige Kritikpunkt, der halt ist, bis Seite 150 war es erstmal so ein lahmes Dahergeschreibe und irgendwie, mich hat es nicht gepackt. Also die Charaktere sind auch alle recht sympathisch in dem Buch, das fand ich nicht schlecht, aber man hatte nicht sofort einen, wo man gesagt hat, ja, okay, mit dem kann ich mich identifizieren oder der packt mich irgendwie, der Schreibstil, der war jetzt nicht so überschwänglich berühmt, dass ich sagen müsste, also das ist jetzt das Buch des Jahres. Ja, und was auch so ein bisschen negativ manchmal überwogen hat, waren viele, viele Begriffe aus dem IT-Bereich, also sehr viele Fachwörter, ne, also so ein bisschen Google-lastig, weil es ja auch viel darum geht, weil auch viel so ein bisschen Werbung gemacht wird. Also das fand ich dann manchmal ein bisschen nervig. Aber so grundsätzlich war es ein tolles Buch. Ich kann es definitiv weiterempfehlen. Es ist ein kleiner Buchtipp auch an der Stelle von mir. Aber wie gesagt, aufgrund der Spannung, die hat sich wirklich erst so auf Seite 150 grob jetzt mal geschätzt, aufgebaut. Und vorher, naja, war es so lala. Deswegen nur 4 Sterne. Ich kann es aber definitiv weiterempfehlen und würde sagen, wenn ihr Lust habt auf eine kleine Abenteuergeschichte, dann ist das Buch genau das Richtige für euch. Aber es ist natürlich auch ja nicht wahnsinnig was Überwältigendes, wo man jetzt ständig lacht oder weint oder total emotional ergriffen ist. Also das darf man natürlich nicht erwarten. Ansonsten, wie gesagt, kleiner Buchtipp von mir, die sonderbare Buchhandlung des Mr. Penumbra. Und falls ihr es kauft oder lest, wünsche ich euch ganz viel Spaß damit und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video.